willkommen zu meiner Vorstellung von meiner Honda Varelli. Meine Vorstellung hat mir sehr gut ist sogar schon hochgeladen worden. Ich stelle euch heute meine Honda Varelli vor. Natürlich nur die 125er Version, weil darüber darf ich noch nicht fahren. Sie hat ein paar Kratzer, das war aber leider mit drin, als sie die gekauft haben. Wir haben sie ganz normal gekauft für 1500 Euro. Hatte schon 19.000 Kilometer runter. Und ich habe, glaube ich, jetzt 227 Kilometer mit der gefahren. So, was ich neu dran gemacht habe. Und zuerst habe ich mir hier diese Steckdose dran gemacht. Darüber bin ich sehr stolz. Hier mit einem An- und Ausschalter. Jetzt ist sie an. Jetzt ist sie aus. Habe ich hier zwei USB mit jeweils 5 Volt. Hier mit 12 Volt eine Ladebuchse für so einen Zigarettenanzünder. Das war eins der besten Dinge, die ich hier gekauft habe, weil diese Varadero, was ich an der sehr mag, ist einfach nur, dass sie sehr Touren fahren kann. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir dieses Tankpad gekauft und das ist, finde ich, sehr schön, weil es Carbon ist. Ist echtes Carbon. Soll ja eigentlich nur vor Kratzern schützen, nicht polstern, deswegen hat es einfach wie eine Folie. Ja. Dann finde ich noch was sehr Schönes, die Sitzfläche. Die Sitzfläche ist nämlich, wie Marvin schon gesagt hat, ein Rentnersessel. Wie man da drauf sitzt, da fühlt man sich wirklich federleicht und auch, wie ihr seht, die Federung von dem Motorrad ist wirklich wunderschön. Warum habe ich sie mir gekauft? Ich habe sie mir gekauft, weil ich einfach fand, ich bin 1,98 und ein 125er zu finden ist wirklich schwer. Aber sie hat es geschafft und wie man sieht, ist ja auch wirklich wenig höher und wenn ich drauf sitze, kann man ja auch mal sehen, wenn ich drauf sitze, ist wirklich schöne Höhe für mein Bein. Also für größere Leute ist sie wirklich gut geeignet. Ich habe jetzt hier auch noch einen breiteren Lenker. Das ist der MCL155 von TRW. Der war schon dabei, den habe ich so mitgekauft, sage ich mal. Und fand ich alles wirklich sehr schön, weil der extrem breit ist. So, jetzt kommen wir zu meinen Armaturen, wenn man das so sagen kann. Hier ist Standlicht und Abblendlicht. Das hier ist die Lichthupe oder Fernlicht, wie man will. So ist Fernlicht aus. Das hier ist der Blinker. Links blinken, aus, rechts blinken, aus. Das hier ist die Hupe. Drücken, Map, kennt ihr. Das hier ist der Anlasser. Wenn ich das jetzt anmachen würde, mach so, geht's an. Das hier ist Notstop. Wenn ich hier drücke, geht die Maschine, wird der Kontakt getrennt und sie geht automatisch aus. Ja, die Spiegel sind sehr, sehr groß. Das ist das Einzige, was mich an der Varadero wirklich stört. Hier ganz einfach sieht man Blinker links, Blinker rechts, Neutralganganzeige. Sie hat leider keine Ganganzeige, aber kann man sich auch neu dran machen, habe ich mal gesehen. Kann man unten anschließen und dann kann man es hier dran machen. Hier die Umdrehungen, sie dreht höchstens bis 12.000, wo ich immer anfange zu schalten ist so 9,5 oder 8, das ist so normal. Das Tacho geht bis 140, sie kann offiziell nur 120, was heißt nur, ist natürlich schon schön viel, aber nicht so viel wie Marvin. Was gibt's noch? Was ich noch gemacht habe, ist meine Felgenstreifen. Die mögen nicht gut aussehen. Aber beim Fahren sind sie extrem cool, weil das eine durchgehende weiße Linie bildet. Und außerdem reflektieren sie auch noch. Also was habe ich noch verändert? Den Auspuff. Ich hatte davor einen Auspuff ohne ABE drin, der war laut, schön laut. Ich kann ja jetzt mal einen Clip einblenden. Aber jetzt habe ich den anderen dran gemacht, weil er hat kein ABE. Da hat mir mein Vater hat mir den gesandstrahlt, jetzt ist der nämlich so matt silber und hat mir das schwarz lackiert. Das würde ich jedem empfehlen mit einer schwarzen Honda Varadero, dass er seinen Auspuff silber macht und das außen schwarz. Also ich finde es einfach schöner, weil eigentlich war das hier schwarz, der Auspuff, und das hier war silber. Das Fahrlicht oder Abblendlicht hier. Die Bremsen sieht so aus, wenn man bremst. Aus. Der Blinker hinten rechts sieht so aus. Das hier ist das Standlicht für vorne. Da seht ihr, leuchten nur die Birnen hier oben. Beim Abblendlicht sieht das Ganze wieder anders aus. Da leuchten auch die in der Mitte und die oben.
Das Fernlicht, was nur vorne funktioniert, nicht hinten, ist so hell. Die Blinker vorne links. Blinker vorne rechts. Ja, das waren eigentlich die Lichter, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Das Einzige, was mich stört, die Blinker, dass die so groß, sag ich mal, sind. Die sind so Platz einnehmen, finde ich. Was mich auch noch freut, dass ich es habe, so eine Schlossabdeckung fürs Tank, für den Tank. Einfach nur deshalb, weil viele haben mir gesagt, die auch Motorrad fahren, dass da genug Dreck reinkommt und dass sie manchmal den Tank nicht aufkriegen, müssen sie doller drücken oder so. Sowas habe ich halt nicht. Ich habe so ein schönes Ding hier. So, die gefahrenen Kilometer 19.407. Das ist echt schon eine Leistung. So, was ich auch noch schön finde, dass die Reifen halbstollig sind. Das kann man natürlich immer ändern, aber ich finde einfach schön, dass ich ein bisschen Profil noch habe. Was heißt bisschen, ist natürlich viel. Wer es halt gemütlich mag zu fahren, ist mit Straßenreifen gut bedient, und wer im Gelände viel fährt, wie man weiß, stolz. Hier haben wir den Choke. Das zieht man raus bei kalten Temperaturen, dann springt sie leichter an, weil sie mehr Benzin zum Verbrennen bekommt. Hier ist die Luftanlage. Das sollte man nie verstellen, weil das ist sowas wie bei Marvins Kiosho, wie viel Luft er kriegt. Das kann man dann auch einstellen, aber das soll schon vom Werk richtig eingestellt sein. Nun zum Motor. Der Motor ist ein Viertaktmotor mit ganzen 15 PS. Ich habe ein Fünfganggetriebe. Das Baujahr 2002. Der Tank 17 Liter. Die Sitzhöhe beträgt, wenn man es genau wissen will, 800 mm, das heißt 80 cm, ist jeder große Mensch gut mitbedient. Sie hat nur auf einer Seite beim Vorderrad Trommel, also eine Scheibbremse. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen und Nachteilen des Motorrads. Vorteile, wie gesagt, die gute Sitzeinheit und die Position auch. Man sitzt schön gerade, man sitzt nicht so. Wer es mag, kann sich ja einen Sportler holen. Wer es nicht mag, ist cool hiermit gut bedient mit einer 125er. Der breite Lenker mag ich bei mir. Der ist schön breit, man sitzt gut, weil man auch nicht so einen Lenker hat, sondern man kann eher so sich entspannen. Man hat eine entspanntere Sitzhaltung. Was mag ich noch? Für eine 125er, natürlich extrem groß, sieht wirklich aus wie nicht wie eine 125er, sondern größer. Dann, was ich auch noch gerne mag, ist, dass der hintere Mann wirklich sehr viel Platz hat auf dem Platz. Ich saß mit Marvin da mal drauf und er hatte da wirklich viel Platz. Und auch die Fußrasten, da hat Honda auch nicht wirklich eingespart, weil die sehen fast genauso aus wie die von vorne, finde ich. Die haben ja fast genau die gleiche Länge. Nur dass die vorne sich halt nicht einklappen lassen. Der einzige Nachteil, nicht der einzige, aber auch ein Nachteil ist, wenn ich den Ständer rausklappe und das Motorrad hinstellen würde, steht es in einer extremen Schräglage. Das liegt nicht am Ständer, das liegt an diesem Motorrad selbst. Wer eine Honda Baradero 125 selber hat, weiß, wenn er sie hinstellt, steht sie extrem schief. Was bei anderen Motorrädern eher wieder so nicht so schief ist, weil die haben wahrscheinlich nicht so eine Schräglage bei den beiden Ständern. Was auch noch ein Nachteil ist, wie ich schon erwähnt habe, ist einfach, dass diese Lichter und diese Blinker, die stören mich ein bisschen. Was finde ich auch noch nicht so schön, dass bei dem Reifen nur auf einer Seite die Scheibe von der Bremse ist, und damit weil sie nicht zwei gekriegt hat. Ich finde einfach, das hier sieht ein wenig nackt aus, dass sie nur diese drei Felgenspeichen hat. Ja, ich würde sagen, das war's mit meiner Vorstellung. Ich schneide wahrscheinlich noch ein paar Videos rein, wie ich damit gefahren bin. Wir können es nur großen Leuten empfehlen, diese Maschine, die eine 125er haben wollen. Schaut auch noch Marvins Vorstellung, wenn ihr wissen wollt, was bei einem Opel Omega 216V so abgeht. Und bis dahin sehen wir uns mit einem neuen Flugvideo, was wir gleich noch drehen werden. Ciao!